Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem VfB. Wir sind aktuell auf dem vierten Platz und da fühlt es sich zwar ganz okay an, trotzdem, wir wollen in die Top 3 kommen, im Idealfall in die unter die ersten zwei. Das wäre natürlich prima und heute habe ich eine Idee für eine Startaufstellung. Pavard ist ja gelernter Innenverteidiger, wurde mir von euch mitgeteilt und ja, der hat sich bis jetzt unglaublich gut entwickelt. Also jetzt hat er mittlerweile 72 Punkte, ich glaube, der hat bei 69, 68 angefangen. Ich habe auch nicht wirklich mit ihm trainiert, deswegen finde ich das extrem krass, dass der sich da so extrem verbessert hat. Und deswegen packen wir ihn mal in die Startaufstellung. Heute für Baumgartl, jawohl, schöner Flugkopfball. Heute für Baumgartl und dann gucken wir mal, was auswärts geht. Gegen die Münchner Löwen, 3 Punkte sind möglich. Die gegnerische Mannschaft ist ziemlich gut aufgestellt, aber scheint auch einen etwas negativeren Trend zu haben. Die waren am Anfang ziemlich stark vertreten nach 5-6 Spieltagen. Jetzt mittlerweile, ja, sind sie immer noch ganz gut dabei, aber nicht mehr so gut wie zu Beginn der Saison. Und der erste Schuss gegen die Latte. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass wieder dieses ganze Chancengedöns anfängt ohne ein Tor. Yes, baby. Simon Terode haut den rein. Boah, gleich nach dem Lattentreffer hier. Ich glaube, es war ein Lattentreffer. Pfosten oder Latten, eins von beiden. Auf jeden Fall ging es Aluminium. Ging's. Das ist mir aber auch scheißegal. Jetzt gibt es endlich eine sehr frühe Führung. Und jetzt muss München aus der Reserve kommen. Jetzt müssen die hier ein bisschen was auspacken. Und da bilden sich eventuell weitere Lücken in der Verteidigung bei denen. Ja, Flanke nicht gefährlich. Oh, der Abwurf aber schon ein bisschen. Ja, geht schon, das handeln wir. Mané. Manege frei. Die Flanke. Ja, ist ein bisschen zu kurz gewesen. So, hier den Kopfball zu Mané gespielt. Ach, schade, ich habe aus Versehen den anderen Spieler angeklickt. Ich weiß gerade auch nicht, warum. Oh, ja, Simon Terode. Stell dich hinter den Verteidiger. Das ist die perfekte Position für den Pass, ne? Da würde ich mich auch hinstellen und auf den Pass warten. So, er muss jetzt wahrscheinlich zum Keeper spielen, ja. Tut er auch. Ja, wir machen hier trotzdem Druck, ne? Das Pressing, das lässt nicht nach und das bringt die Gegner, glaube ich, aus dem Konzept. Tatsache. Werner. Ah, die Flanke war nicht gut. Die Flanke war leider gar nicht gut. Ich müsste mal gucken, ob Insua mittlerweile wieder spielbereit ist. So, gut dazwischen gegangen. Der Pass ist nicht angekommen. Jetzt die Flanke. Warum gehst du da noch dazwischen, du Trottel? Oh Gott. Ich habe den noch nicht mal gesteuert. Ja gut, geht wenigstens. Ja, okay, die Gegner haben wieder den Ball. Es könnte doch gefährlich werden. Oder auch nicht. Pavard wird gefoult. Kein, nicht mal, was? Nicht mal ein Foul? Seid ihr irgendwie komplett bescheuert? Das Schiri-Gespann ist total besoffen. Ja, wenn das jetzt ein Tor geworden wäre, wäre das aus der Konsequenz heraus, dass einer unserer Spieler es nicht lassen konnte, bei einer komplett gefailten gegnerischen Flanke nochmal dazwischen zu gehen mit dem Kopf. Im letzten Moment auch noch. Und zwar nicht im letzten Moment, bevor der Gegner eventuell ein Tor geschossen hätte, sondern im letzten Moment, bevor der Ball einfach ins Aus gegangen wäre und wir einfach Abstoß gehabt hätten. Oh Mann. Der Ball geht an Sobiech vorbei. Aber kein Problem. Wir sind hier wieder da. Und da hatten wir wieder ein Bein dazwischen. Oh oh. Ja, lauft gegeneinander, Mensch.
Ey. Das zählt jetzt nicht als Foul oder was? Der hat schon wesentlich schwächere Sachen gepfiffen. Na, ah, schade. Ganz, ganz knapp hier im Aus. So, wenn da jetzt nochmal jemand dazwischen gegangen wäre, da hätte ich gekotzt. Ja, so entspannt hätte es auch vorhin aussehen können, wenn da nicht irgendjemand total übermotiviert reingegangen wäre. Zimmer. Wow, der ist ja mega schnell dabei. Die Flanke. Flach, aber nicht. Oh Gott, ein bisschen zu steil für Ginczek. Dabei habe ich einfach nur zweimal X angetippt. Der hätte eigentlich perfekt auf den Mann kommen können. Schade. Der Flugkopfball. Die Chance nicht genutzt. Jawohl, aber jetzt bietet sich gleich die nächste. Einwurf. Och, nö. Gentner lässt sich da den Ball abnehmen. Und das war abseits. Puh. Okay, gut. Oh, Mann. Das passt, though. Okay, die erste Halbzeit war megamäßig spannend. Da gab es richtig viele Chancen. Es steht zwar nur 2:2 in Sachen Schüsse, aber zum Beispiel unser gefailter Flugkopfball hat ja auch nicht unbedingt als Chance gezählt, als Schuss. Aber trotzdem, es war eine Chance. Also hat nicht als Schuss gezählt. Das mit hat nicht als Chance gezählt, könnt ihr streichen. Und wenn man das dazu zählt, dann und noch zahlreiche solcher Situationen, dann gab es hier echt richtig, richtig viel zu sehen in der ersten Halbzeit. Megamäßig geil bis jetzt. No, und der Kopfball. Der hätte auch gut reingehen können. War aber abgefälscht. Ah, nein! Schön, dass unsere Abwehr auch mal so steht, dass der Schuss einfach nicht durchkommt. Sehr schön, Werner. Och, dammit, den Ball verloren. Ja, recht leichtfertig. Ich wollte da natürlich in die Mitte ziehen und dann schön... Oh mein Gott, Heise. Keine Ausdauer mehr. Ja, und das hätte gefährlich werden können. Aber er spielt einfach ins Aus. So, ich würde sagen, wir brauchen mal vielleicht ein, zwei neue Kräfte. Stefaniak bringen wir rein. Vielleicht noch Asano. Probieren wir das mal. Und für die Defensive könnten wir... Ach komm, nö, Asano mache ich noch nicht rein. Das geht schon irgendwie. Ich kann da langfristig halt zwei... andere Leute eventuell reinnehmen, wenn wir hier die Führung weiter ausbauen könnten. So, die Flanke. Der Spieler bewegt sich weg vom Ball, deswegen wird das nichts. Gentner. Och Gott. Ja, mein Fehler. Ich bin auf dem Stick verrutscht. Das hätte gefährlich werden können. Und Ginczek. Jetzt ist er mal durch und er schießt voll hart daneben. Alter, was für einen Abschlusswert hat er? Der hat so eine gute Schusskraft. Der hat... eigentlich sehr gute Werte. Das ist ein 80er-Stürmer. Aber irgendwie kriegt man es nicht hin, mit dem Tore zu schießen. Oder zumindest bei mir funktioniert es halt nicht. Ich habe echt ein bisschen Pech, glaube ich, mit ihm. Oh. Da ging das Ding nicht ins Tor aus. Sonst hätte es die Ecke gegeben. So, jetzt kann hier kein Einwurf mehr. Ach so, doch, da spielt er hin.
Ja, war aber trotzdem nicht erfolgreich. Gentner. Nein, lauf doch weiter, Ginczek. Weißt du, der zeigt da hin und dann läuft er direkt woanders weiter. Bis jetzt 100% der Pässe angekommen. Das ist ja krass. Geile Statistik. Oh, hartes Zweikampfverhalten von beiden hier. Einwurf für uns am Ende. Maxim. Na, schade. Oh, erster Fehlpass scheinbar. Ja, Moment, wir haben doch vorhin einen Fehlpass gespielt, durch den eine Torchance entstand. Das heißt, ich kann keine 100%ige Passquote haben eigentlich. Komisch, komisch, komisch. Vielleicht gilt das nur für einen bestimmten Zeitraum. Oh mein Gott! Oh, Alter. So, Moment. Zwei neue Leute müssen rein. Kasadi und Grigic. Kasadi mit seinem ersten Spiel, glaube ich, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall eines unserer jungen Talente hier. So, jetzt mal über den Flügel nochmal kommen. Oder auch nicht. Ginczek. Und das ist der Abpfiff. Das ist der Abpfiff. Und wir gewinnen das Game hier. Meine Güte, das war mächtig, mächtig, mächtig viel los. Aber ey, 3 Punkte. Und damit könnten wir jetzt in den Top 3 sein. Jawohl, wir sind Zweiter. Es sei denn, St. Pauli holt sich hier noch dick Punkte. So, Asano nehmen wir mal hier raus gerade. Und fügen mal eine Übung für Marino ein. Der soll bitte, ja, das El Rondo spielen. Ist vielleicht nicht die dankbarste Übung für ein komplett neues Talent, aber er schließt es mit einem C ab. Ist auf jeden Fall sehr stark. Besser als Bernard. Kasadi hat sich da richtig, richtig verbessert in der einen Übung. Und wir haben die Pressekonferenz. Nationaltrainer-Offerte von der Volksrepublik China. So. Wir loben unsere Mannschaft vor diesem Game. So, und hier in Karlsruhe sollten wir... Ja, direkt das Angebot wieder zurückgezogen. Dieses Game sollten wir doch wohl gewinnen. Also, wenn wir 3 Punkte hier rausholen, dann haben wir hier easy peasy den 2. Platz. Sind dann vor Hannover. Und dann sieht's gut aus mit den Aufstiegschancen. Ist ja auch schon im Moment ziemlich gut. Ich meine, der 3. Platz ist nicht unbedingt die schwächste Leistung, die man hier haben kann. Und ich bringe mal Bernard auf die Bank. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Für Grigic nehmen wir ihn mal rein. Er hat ein paar Spiele gespielt, aber... Oh, Moment, ich habe da was gesehen gerade. Insua ist mittlerweile wieder da. Nice. Bringen wir rein. Heise
kann sich mal für ein, zwei Spiele ein bisschen ausruhen. So, und dann würde ich sagen, let's go. Oh oh, ich glaube, ich habe Pavard jetzt wieder auf der Bank, aber der kann gerne irgendwie eingewechselt werden in der zweiten Halbzeit. Vielleicht auch auf der Außen. Ich glaube, recht schnell dürfte der Kerl auch sein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnell aus. So, gegen Karlsruhe. Für uns ein Spiel wie jedes andere. Einfach 3 Punkte holen zu Hause und dann wieder schön entspannt auf den Trainingsplatz gehen. Oh, starker Zweikampf. Leider konnte er den Ball nicht final bekommen und da wird der Ball abgefälscht. Es gibt Abstoß. Ja. Ah, direkt der Pass. Warum adressiert er damit Ginczek? Vor allem habe ich halt straight nach oben gedrückt. Oh. Deute Minute gefährlich. So, schön dazwischen gegangen, Eckball. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Was für ein lamer Kopfball. Ey, was für Kopfbälle ich schon hatte, die nicht reingegangen sind. Und zum Glück ist es alles im Let's Play dokumentiert. Das ist schon lächerlich. So ein lamer Kopfball geht dann einfach rein. So, der zum Beispiel geht auch nicht rein. Insua, kurz nach der Rückkehr. Na, schade. Gegen den Verteidiger. Und jetzt haben wir direkt wieder den Ball. Werner, oh mein Gott, gegen die Latte geknallt. Mit dem Kopfball hier die Flanke gespielt. Oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. So ein toller Schuss, aber das ist kein Tor wieder gewesen. Alter! Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Wie viele Chancen müssen wir denn haben? Also gegen München möchte ich mich da nicht beschweren, ja. Gegen 1860 München haben wir da ein paar Chancen sogar weniger noch gehabt. Aber trotzdem haben wir da das Spiel gewonnen, aber was in anderen Partien passiert, das ist echt teilweise schon traurig. Aber gut. Aber gut. Oh, ja, nächste Chance. Abgefälscht war er. Ich habe mich gerade nicht mal auf den Kopfball konzentriert, sondern habe einfach nur überlegt, warum es da entsprechend auf der Rechtsaußen bei uns scheinbar eine riesen Lücke gibt. Zumindest in der Defensive.
Werner. Kommt dann nicht als Sieger aus dem Zweikampf hervor. Ach, dammit. Ja, schwacher Schuss. Ach, dammit, ey, was ist denn jetzt los? Warum passt der überhaupt zu dem Werner, ey? Na. Ja, einige Chancen. Bei Karlsruhe ein paar mehr als bei uns, aber wir hatten da, glaube ich, die wesentlich besseren. Werner. Das ist das Ding! Jetzt macht er ihn rein! Nach dem Lattenkracher geht das Ding beim zweiten Versuch rein. Die zweite Halbzeit direkt hier perfekt begonnen. Und schaut mal, was für ein Steilpass hier. Holy shit! War der geil! Und da bleibt mir kurz auch selbst der Atem weg. Und ich verneige mich vor Werner. Der hat so viele geile Chancen hier gehabt. Mega geil. Also nicht nur hier, sondern allgemein, wie viele Chancen er erarbeitet hat und so weiter und so fort. Das ist wunderbar, wie der Typ hier in der Mannschaft unterwegs ist. Oh mein Gott, und da hätte es fast wieder den Rückstand für uns gegeben. Zum Glück nicht. Zum Glück bleibt uns das erspart. Egal. Jetzt können wir hier wesentlich glücklicher unterwegs sein. Oh Gott, das war doch, das ist noch nicht dein Ernst. Ach komm, das war doch kein Foul, du Pappnase, ey. Wie oft hat er viel schlimmere Sachen gegen eben besagten Werner nicht gepfiffen? Alter, der Typ hat echt ein krasses Tempo drauf, wenn er will. Die Flanke. Der Keeper ist dazwischen gekommen. Schade. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, cool, was willst du denn dagegen machen? Da passt einfach jeder Pass und oh, das war so ein typisches Tor, wo einfach irgendwie die KI komplett abdreht und jeder Pass sitzt. Tor. Ja, hätte bei uns gerade auch so sein können. Der letzte Pass zu Maxim passt nicht. Komm schon, mindestens 4 Punkte will ich jetzt aus dieser Folge noch rausholen. Also, insgesamt. Nicht aus dieser Partie. Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Warum verlierst du den Ball so dumm in so einer Situation, ey? Ich verstehe das nicht. Wie kann der Gegner da so stark reinpreschen direkt? Okay, gut.
Ja, komm, da, ja, da habe ich auch echt reingegrätscht. Da hatte der Typ wirklich 5 Sekunden Zeit zu reagieren und wegzugehen. Oh, Terode rennt gegen den Verteidiger. Ich glaub's nicht. Oh Mann, ey. Sogar der Pass sitzt. Es ist nicht dein Scheiß Ernst. Es kann nicht dein Scheiß Ernst sein. So, schön. Jetzt kommt, lauft alle nach vorn, ey. Ich habe nicht umsonst sehr offensiv eingestellt und abseits. Yamada verletzt, verdient. Stefaniak, Asano und Ginczek. Alter, nein! Was? Nein! Nicht dein Scheiß Ernst! Er sieht aus wie Pavard, aber er ist nicht für ihn. Nicht dein Scheiß Ernst, die Flanke. Oh Gott. Ja, Mist. Ach, shit. Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht die Gelegenheit, hier nochmal ein kleines Wunder zu vollbringen. Ja, wieder abseits. Alter, wie oft gibt es hier jetzt abseits? Haben beide Mannschaften gerade, ohne dass ich es weiß, auf Abseitsfalle gestellt? Vanicek. Ecke. Ich geb's nicht auf. Der Keeper ist auch vorne mit drin. Oh Mann, und was war das für ein Scheißkopfball? Ach gut, war abgefälscht. Ja, ich erkenne das auf dem Screen nicht so gut. Müsst ihr entschuldigen und schon wieder abgefälscht? Nee, Abstoß. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Vanicek, haut den nicht rein. Ich glaub's nicht. Das meine ich, das sind so Situationen, wo du echt einen Hals kriegst. Vanicek. Insua. Stefaniak, und jetzt komm, nein, Ginczek. Schade. Echt schade. Viele, viele Chancen in dieser Partie. Karlsruhe hat einfach zweimal irgendwie, ja, ausgeglichene Chancen. Ich würde sagen, das 1:3 spricht keine eindeutige Sprache darüber, wie die Qualität des Spiels war oder wie die Qualität der jeweiligen Mannschaft im Spiel war. Wir hatten da echt viel Pech und rutschen damit auf den 4. Platz zurück. Das hätten gut und gerne auch 3 Tore auf beiden Seiten sein können. Aber was willst du machen? Manchmal läuft es halt nicht. Und da muss man sich einfach aus der, ja, aus der Krise rauskämpfen und dann wieder schön weitermachen. Ach, ich bin gerade, ich kann es nicht tarnen. Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht gerade. Das ist echt ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich war das echt eine gute Partie. So, Südafrika möchte uns als Nationaltrainer haben. Ja, ja, danke, danke, aber ich möchte nicht. 79 ablehnen. Potenzial von 75 ist ja noch schwächer. Ja, alles was zwischen 63 und 80 oder sowas ist. Also überall wo es nicht. Das ist zum Beispiel was, was ziemlich krass ist, weil der Typ wird mindestens 78 erreichen. Das heißt, von 80 kann man schon ausgehen. Bei ihm ist es noch nicht ganz klar. Bei Yannick Lecroix, Fabien Ferrier, Thomas Beaumont. Ja, da gibt es viele, viele Spieler, die jetzt schon viel besser sind als eine gewisse Auswahl von den Leuten hier. Also
Kann man fast schon vergessen. Die hier beobachten wir nochmal. Und die beiden, da bin ich mir auch nicht so sicher. Zum einen hat er natürlich zum Beispiel, wenn man den jetzt mit dem hier vergleicht, der hat ein Gesamtpotenzial von 6 mehr, theoretisch. Aber hat auch ein Mindestpotenzial von 2 weniger. Das heißt, theoretisch könnte der 68 haben und wenn der 70 hat, ist der sogar besser. Warum soll ich den dann verpflichten? Deswegen warten wir da einfach mal ab. Und yo, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Partie wieder. Dann geht's gegen Nürnberg ran. Besuschkow möchte hier mehr Spielzeit haben. Ja, mal schauen. Wir könnten 3 Spieler verlieren. Ach stimmt, bei den Verträgen, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Zimmermann, Warnicek und Uphoff. Ja, 7000 möchte er, dann geben wir ihm die 7000 auch. Sporadischer Spieler, würde ich sagen. Ja, wobei Rotationsspieler vielleicht sogar. Bleiben wir erstmal bei sporadischer Spieler. 2 Jahre bieten wir ihm an. Ja, der Hintergedanke ist auch natürlich so ein bisschen, dass wir... Also die Prämie, die Unterschriftsprämie, das kostet uns natürlich wieder ein bisschen Geld, aber vielleicht kann ich ja da gewisse Leute nochmal weiterverkaufen, wenn ich den jetzt nochmal... sporadischer Spieler. Ja, der kriegt sogar noch ein bisschen Spielzeit und ich meine, ein Punkt über dem, was er aktuell hat, ist ja schon ganz cool. Also eine Priorität über dem, was er jetzt ist. So, Uphoff, ja, da gehen wir mal... Wie alt ist der eigentlich? Der ist 32. Sehe ich das richtig? 23, warum steht da... Achso, der ist die Nummer 32. Ja, sorry, sorry, sorry. Hätte auch sein können, dass sie das Alter da hinschreiben. Ja, dann sagen wir mal 4.500 tatsächlich. Und du wirst sporadischer Spieler sein. Also ich kann ihm auch nicht zu viel versprechen. Ansonsten ist er im Nachhinein auch noch enttäuscht. Jo, und da geht's jetzt gegen Nürnberg ran. Aber schauen wir mal zunächst auf die Vorstandserwartungen. Also, in der zweiten Bundesliga Meister werden. Aktueller Rang 5. Was haben wir hier? 88% der Verkäufe haben wir schon. Ein Jugendakademie-Spieler um mindestens 10 Punkte verbessern. Und wir haben und wir müssen ihn für 5 Spiele in der Startelf oder als Einwechselspieler haben. Ich glaube, 2-mal haben wir jetzt schon diesen einen Dingens drin gehabt, den einen Italiener. Verpflichtet 2 Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden für die Profimannschaft und sorge für einen Einsatz in 10 Spielen. Teilnahmeberechtigt 6. Und wir sollen den Vereinswert natürlich über 2 Saisons erhöhen. Schauen wir mal, ob wir das alles hinbekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Mal fürs Einschalten. Wir schauen nochmal ganz, ganz kurz hier auf die Tabelle. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, wir sehen München, die sind jetzt entsprechend auf dem 3. Rang. Das heißt, so schwach sind die natürlich nicht. Nürnberg aktuell nicht so stark unterwegs. Wenn wir da gewinnen sollten, vielleicht gibt es da den 2. Platz direkt. Also die Hoffnung stirbt nicht oder einfach nur zuletzt. Und wenn wir einen Unentschieden spielen, dann sind wir hier tatsächlich erstmals auf dem Relegationsplatz. Es sei denn, St. Pauli macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Mit einem Sieg sind wir definitiv in den Top 3. Hoffen wir es. Also, bis zum nächsten Mal mit dem VfB Stuttgart. Haut rein!